Schönen guten Morgen, mein Name ist Dagmar Paul, bin 64 Jahre alt, bin ländliche Hauswirtschaftsmeisterin und seit circa 20 Jahren bei der Milchwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft als Referentin für Milch und Milchprodukte unterwegs. Heute machen wir ein Rezept aus unserem Programm Knochenstarke Ernährung. Und zwar die Möhrensuppe, die ich selber sehr gerne mag, auch meine Familie. Weil ich kann sie gut vorbereiten und sie ist dann eigentlich ein Highlight. Wir nehmen zum Andünsten von den Möhren, nehme ich Butterschmalz, weil das einfach besser zu erhitzen ist. Das tue ich jetzt in den Topf rein. Lassen das dünn werden. Im Rezept stehen normalerweise 500 Gramm, aber da unsere Familie etwas größer ist, mache ich gleich 1000 Gramm. Weil die freuen sich alle, wenn es bei uns wieder Möhrensuppe gibt. Gut andünsten, aufpassen, dass es nicht anbrennt. Je mehr es angedünstet ist, desto besser ist das Aroma. Und das finde ich dann schon sehr gut. Jetzt füllen wir es auf mit einer Gemüsebrühe. Die Gemüsebrühe gebe ich mir immer auf, wenn ich vorher schon mal was abgekocht habe. Ablöschen. Und dann kann das noch eine Zeit lang schmoren. Den Ingwer habe ich eingefroren, so. Und den schabe ich jetzt einfach mit einem Löffel ab. Das geht, finde ich, super. Es ist Bio-Ingwer, aber ich schabe ihn trotzdem ein bisschen ab. Pergamentpapier drüber und dann kann ich den reiben. Und er fällt mir in meine Schüssel rein und es hängt nichts in der Reibe. So, den heben wir dann auf, den tun wir dann zum Schluss mit rein. Wenn wir die Suppe am nächsten Tag erst anbieten wollen, dann lasse ich es so, stelle sie weg, kühl und mache sie dann am nächsten Tag nochmal warm. Dann passiere ich sie und binde sie ab mit Schmand. Man kann genauso gut auch saure Sahne nehmen, dann hat man weniger Fettprozente. Aber dann muss man unter der saure Sahne Speisestärke oder Mehl rühren, sonst flockt das nämlich aus. Aber da wir sie ja gleich essen wollen, können wir sie jetzt ohne weiteres passieren. Weil wenn sie passiert ist, brennt sie in der Herd viel schneller an, wenn ich sie wieder warm mache. Ich denke, sie sieht schon sehr gut aus. So, jetzt rühren wir noch den Schmand unter. Durch diesen Schmand können wir unseren Kalziumbedarf heute wieder ganz gut abdecken. Wir machen jetzt zum Schluss noch eine frische Kräuter drüber. Die sind auch sehr kalziumreich. Und wir brauchen also nicht einfach nur immer nur Milch zu trinken, sondern wir haben auch andere Möglichkeiten, um den Kalziumbedarf pro Tag zu decken. Jetzt machen wir noch den Ingwer dabei, den wir eben gerieben haben. Also ich finde, man darf den ruhig ein bisschen rausschmecken, den Ingwer. Das gibt wirklich einen tollen Geschmack. Und jetzt in dieser kalten Jahreszeit ist das sowieso ein toller Verhinderer von Erkältungen und so weiter. Probier es schon mal so, was ich an Gewürzen noch brauche. Damit ich mir schon mal ab... Da dürfen wir noch was dran tun. Wir haben hier einmal Muskat. Muskat gehört einfach zu Möhren dazu. Pfeffer und Salz. Jetzt können wir es ja umfüllen und servieren. So, jetzt machen wir noch einen Klecks Schmand drauf. Und jetzt nehmen wir noch ein bisschen Schnittlauch. Auch nochmal einen Kalziumträger. Das wünsche ich Ihnen guten Appetit. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen so, wie es mir nachher schmeckt. Danke!